Hallo und herzlich willkommen zurück bei Beyond Good and Evil, der 20 Anniversary Version und auch zum letzten Part des jeweiligen Projektes. Wir haben alles erledigt, was zu erledigen war. Wir haben alle Perlen, wir haben alle Endes. Und das Schwein lebt wieder. Aber ich kann auch sein anderes Outfit mal wieder kriegen. Und auch den coolen. Ne, den coolen Hammer. Ja. Wie sieht eigentlich das Rhino-Ding aus? Ja, hier ist das Ding vom Rhino, okay. Und der Beluga, kann ich den auch ändern? Ne, den kann ich bloß ändern, wenn ich da bin. Okay. Ja. Auf jeden Fall der letzte Part. Zu 100%. Weil wir haben nichts weiter zu tun, als Landebahn in dahin Sicht, direkt vor uns zu gehen. Ich will bloß noch mal ganz kurz hier das Mamago Beluga Set angucken. Habe ich wirklich denn ein spitzes Nashorn-Ding auf dem Kopf? Ja, okay, vergiss es. Nein, denn lieber mit dem Garda-Beluga. Wobei der Original auch cool aussieht. Aber der Garda-Beluga sieht definitiv am coolsten aus. Denn auf. Auf, würde ich sagen. Achtung, sie schicken die Kavallerie. Guter Gott, sie sind überall. Na dann. Das ist Star Wars Spaß, würde ich sagen. Hat jetzt ein bisschen was von Star Wars. Da unten noch einer. Na dann. Auf. Da ist ein Plattform. So, während die sich alle bekriegen. Da war die Landeplattform. Da ging es runter. Und da geht es in die Doppelsvariante. Ich werde mir den Spaß nochmal erlauben und trotz allem hier ganz kurz. Ach ja. Wir gucken uns nochmal ganz kurz die Tierarten an. Das können wir noch ganz kurz machen. Alle Tierchen. Unser Hund, die Ravenmücke, die Ratten. Aber eigentlich will ich bloß Page angucken. Wo ist Page? Da unten ist Page. In der letzten Ecke. Mit dem letzten Foto. Haha, schön. Und wir haben 56 Tiere. Ja, hier kann man sich alle Tiere nochmal angucken. Ich glaube, das ist der Weltraum. Ja, hier ist der Weltraumfisch. Weltraumfisch. Der Otter. Mate, Katze. Der Vogelmann, der Rehbock, hier ist Rufus, hier ist Kuh, alles. Ja, gut. Hier ist der Schraubenschlüssel von Page. Ja, okay. Frosch, wo ist eigentlich der Reaper? Ach, da oben ist der Reaper. Hier, der geile Reaper, Page in der Hand. Und irgendwo ist noch der komische Wurm. Der Domswurm. Hier ist das Domsmonster. Borax, Borax. Aber wo ist der komische Wurm? Ach ja, ist der Wurm. Sieht gut aus. Gut, auf jeden Fall genug Tiere angeguckt. Ich wollte eigentlich noch kurz speichern. Auch wenn es unwichtig ist, ich weiß. Aber ich habe es damit erledigt. Und ja. Alle in Position. So, ich werde mal ganz kurz zwei hier büchsen Kabas Finger fressen. Habt ihr noch irgendwas bei euch, was ich euch wegnehmen kann? Nein? Hast du noch Essen bei dir? Nein? Gut. Dann würde ich sagen, auf ins
Finale. Danke für alles, meine Freunde. Das große Gewölbe. Also bist du endlich zu mir zurückgekehrt. Du hast deinem Meister gut gedient, Shani. Du alleine hast die Hylianer zu mir gebracht. Sie sind dir blind gefolgt. Miss Jade? Dort kauert Maka! Ah, eine Falle! Die Steuerung funktioniert nicht mehr. Du bist nicht, was du denkst. Das Schwein hat deine Wurzeln vor dir verheimlicht. Jade, nein! Hör nicht auf ihn! Oh! Du bist die Quelle meiner Macht, das Instrument meiner Stärke. Dann nahmen sie dich mir weg, in der Hoffnung, mich zu zerstören. Aber ich überlebte, indem ich mich nur von den unwürdigsten Opfern ernährte. Du wurdest ein Mensch, aber du bist nicht wie sie. Du gehörst mir, Shani, und ich werde den Mensch in dir töten. Jade! Shani, Dunstindra! Big Star, Kollege. Und der finale Bossfight geht los. Okay, er ruft schon mal verkackt, ohne Schaden. Aber ich werde eh Schaden nehmen, das weiß ich. Sorry. Respektiere das Heim. Mama. Ich kann nicht mehr lange. Ach ja. Ja, fürs Schwein. Oh, lol. Okay, ich wusste nicht, dass die auch sterben können. Das ist mir nie passiert. Kann ich nicht einfach so machen? Einfach so. Hab ab, ihr beiden. Tschüss, Ablitch. War schön, dass ich mit drin in der Pause weitermachen kann. Aua! Lass das! Mann, ich drück doch nur richtige Richtung. So, jetzt aber. Wahrscheinlich müssen Covers verbotten. Ach, ist das schön. Aber leider bin ich vorbei. Bin so traurig. Wir müssen aufgeben, Mickey. Wir geben ganz mal auf. Hat er mit einmal ausgenockt? Du verlierst die Kontrolle über deinen Geist, Shani. Und jetzt. Der Kniff an dieser Sache ist,
Zum einen, dass natürlich die Sicht verschwommen ist. Und zum anderen, die Steuerung ist verdreht. Leider. Ich hasse verdrehte Steuerung. Ich musste jetzt umdenken im Kopf. Ein Teil von dir. Ja. Oder auch nicht. Das war's. Du hässliches Dreiauge. Blitzlicht. Ladebalken. Und damit sind wir offiziell durch mit Beyond Good and Evil, der 20 Jahre Anniversary Version, directed by Michel Ancel, der Erfinder von Rayman und natürlich auch dementsprechend von Beyond Good and Evil. Und ja, was soll ich sagen? Ich habe es genossen, vom ersten bis zum letzten Abschnitt. Insgesamt sind es jetzt mit der Folge hier 15 Folgen geworden. Das ist, glaube ich, bis dato mein kürzestes Projekt. Und das wird auch, glaube ich, lange mein kürzestes Projekt bleiben. So schnell war ich, glaube ich, später mit dem Let's Play durch. Noch habe ich hier eins angefangen. 15 Parts. Jeden Tag eine Folge. Das ist genial. Also jetzt zum Aufpunkt. Ah. Zum Zeitpunkt der Aufnahme ist gerade Folge 8 veröffentlicht worden. Und ja. Müsste Folge 8 gewesen sein, glaube ich, ne? Oder 9? 9 oder 8. Ich weiß nicht, welche heute kommen müsste. Ich müsste jetzt mal gucken. Aber ja. Auf jeden Fall sind wir damit durch. 15 Parts hat es denn doch im Gesamten gebraucht. Und ja. Was soll ich sagen? Das Spiel ist und bleibt eins meiner Lieblingsgames of all time. Es ist nicht lange. Wir haben jetzt 15 Parts, 30 Minuten. Also kannst du sagen, ja, knapp 7,5 Stunden, ne? Wenn ich richtig gerechnet habe. 15 durch 2 macht 7,5, ja. 7,5 Stunden, also keine 8 Stunden das Game. Das ist ein Ding, was man an einem Tag locker durchziehen kann.
Ich hab's mal im Stream auf Twitch in rund 6,5 Stunden oder 6,12, irgendwas war das mal vor Ewigkeiten gespielt. Am Stück durch. Das war schon ziemlich cool. Jetzt nochmal das Ganze in einer Aufnahmenvariante, sprich Let's Play mit Parts und im Ganzen zu haben, ist schon cool. Wobei man hinzufügen muss, das Spiel wurde doch mal um ein kleines bisschen Content erweitert. Man hatte halt die ganzen M-Disc und die kleine Schatzsuche. Plötzlich Musik weg. Wow. Ja, wir hatten die kleine Schatzsuche mit den 4 Kisten. Also einmal begonnen mit der Kiste in der Werkstatt, also in Hangar von Page. Auf der schwarzen Insel. Ja, gut, aber und oben im Vulkan drinne, die 4 Kisten. Wir haben quasi auch ein paar mehr Informationen zu der Vergangenheit von Jade bekommen, die dann sehr wahrscheinlich in Beyond Good and Evil 2 aufgegriffen wird. Bei Beyond Good and Evil soll ja ein Prequel sein. Und da wird es dann vermutlich noch ein bisschen mehr Content für die ganze Sache geben. Und ja. Ich hoffe, dass wir im Prequel denn, also im zweiten Teil, mehr über Jades Vergangenheit erfahren. Wie sie aufgewachsen ist. Mit Nox und Yasha, Kaijus und Uma. Oder Kamus? Kasus? Keine Ahnung, wie der Ziehvater von ihrer ist. Das habe ich jetzt schon wieder vergessen. Asche auf mein Haupt. Oh ja. Hier gucken wir uns mal die letzten Bilderchen an. Ah, hier mit den Kindern. Der Hund. Nino. May. Double H hat ein Kind auf die Schulter mit dem Kopf, auf dem Kopf. Und wird verfolgt. Und Paige natürlich. Das komplette Iris-Netzwerk. Wobei Hahn fehlt. So ein bisschen fehlt Hahn, leider. Wer auch immer da fotografiert hat. Ja, auf Augenhöhe ist es nicht gerade, aber ja. Schuhe und Helmmode ist ganz okay. Und hier Jade und Paige nochmal. Ach, ich liebe die Bilder. Und das Projekt ist leider jetzt schon vorbei. Wobei die Möglichkeit würde bestehen auf einen Speedrun-Part. Oder sprich Video. Und was haben wir jetzt nochmal? Kredite vorbei. Ach, da ist Paige. Ja, Paige im Reparieren des Leuchtturms. Wie soll es anders sein? Er muss es machen. Okay, er ist infiziert mit irgendwas. Beyond Good and Evil 20 Anniversary Edition 2023. Ja, genau genommen kam Beyond Good and Evil 2003 raus. Warum es jetzt erst auf der oder im Jahr 2024 rauskam, keine Ahnung, weiß ich nicht. Was ich gerade sagen wollte, das Let's Play an sich ist jetzt vorbei. Es besteht aber weiterhin die Möglichkeit, wenn ihr das möchtet und da Zuspruch existieren sollte, dass ich noch einen extra Part machen werde, wo ich das ganze Spiel im Speedrun-Modus spiele, aber halt alles in einem Part. Sprich, das Video wird dann 6 Stunden, 7 Stunden lang werden wahrscheinlich, ohne Commentary. Ich werde da dann kein Commentary bei haben, auch keine Schatzsuche machen, wirklich nur das Spiel einmal komplett durchdüdeln im Speedrun. Und ja, das
wird sich zeigen, wenn ihr dafür stimmt, wenn ihr es möchtet. Es wird eine Umfrage bei YouTube werden, also wenn dieses Video hochkommt, wird es, glaube ich, zeitgleich auch eine Umfrage geben. Mit der Frage, extra Part mit Speedrun-Modus, ja, nein. Wenn dafür gestimmt wird, werde ich mich an das Prozedere ransetzen. Und ja, wir werden jetzt die Credits durchlaufen lassen und danach gucken wir uns noch die ganzen Zusatzinhalte an. Also die Bonusgalerie, die hauen wir hier auch noch mit rein. Das heißt, der letzte Part wird quasi das Abschluss mit dem kompletten Spiel an sich werden. Und der Speedrun-Modus wird halt im, wenn denn gewünscht, im nachfolgenden Part kommen. Der natürlich, der nicht gleich morgen kommt, das ist hoffentlich euch allen klar. Das werden wir in ein paar Wochen dann ranbaumeln. Und ja. Ansonsten, was gibt es Neues zu sagen? Es hat mir sehr viel Freude gemacht, das Spiel wieder gespielt zu haben. In der neuen Aufmachung. Es sah unglaublich schön aus. Es war echt sehr hübsch. Gibt immer noch kleinere Schönheitsfehler. Das muss ich leider Gottes ankreiden, sage ich es mal. Die Clips manchmal, das Buggen zum Beispiel in der Sequenz, wo Paige gesagt hat, dass in Jade was Besonderes steckt und dass das herausbricht, da hat auch die Kamera ein bisschen geflimmert, sage ich mal. Das, ja, gibt immer noch kleinere Schönheitsfehler. Aber alles in allem war das ein sehr schönes Spiel. Und eine sehr, sehr schöne Neuauflage. Es ist kein Remake. Es ist eher ein Remastered mit bisschen Content, bisschen aufpolitiert. Aufpolitiert wollen. Aber ja. Ist ein kurzes Spiel. Ist auch weiterhin ein kurzes Spiel geblieben. Wie gesagt, 2, 3 kleinere Updates hast du bekommen mit den Kisten suchen und die Infos über ihre Vergangenheit, über die Piratenfamilie. Oder die, ich nenne es mal Sequenz mit ihrer Mutter. Da am Hangar mit diesen Lichtkugeln, alles drum dran. Das sah schon ziemlich, ziemlich schick aus. War ziemlich geil. Aber ja, das war's denn erstmal. Wie gesagt, wir gucken uns gleich mal die ganzen Videos und Bilder an. Also der Part wird noch ein bisschen gehen. Aber das Spiel an sich ist jetzt vorbei. Und wie gesagt, ob ihr denn ein Longplay sehen wollt vom Speedrun-Modus, das ist ganz euch überlassen. Die Umfrage wird es geben bei Release der Folge. Zumindest im Dreh rum. Wenn ich das richtig bedenke, müsste die, glaube ich, an einem Dienstag rauskommen. Mal kurz gucken, aber ist das die 15. Auf dem Donnerstag kam die 10. Freitag, Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag. Ja. Müsste auf dem Dienstag rauskommen, die Folge. Da werde ich wahrscheinlich arbeiten müssen zur Zeit. Vielleicht mache ich die Umfrage vormittags. Mal gucken. Auf jeden Fall habt ihr die Wahl, ob oder ob nicht, wie den Speedrun-Modus machen. Spielen werde ich ihn definitiv, ob jetzt für euch auf YouTube oder für mich privat. Das, wie gesagt, liegt in eurer Hand. Ich beuge mich eurem, ja, eure Entscheidung, sage ich einfach mal. Und ja, ansonsten kann ich momentan nicht viel sagen, ne? Wir lassen jetzt die Credits noch durchlaufen, damit ich die Bonus-Galerie angucken kann. Ein New Game Plus gibt es in dem Fall nicht. Du wirst nicht mit 16 Power-Ups voll Equipment schon weiterrennen können. Also New Game Plus ist in diesem Spiel nicht existent. Du kannst hier lediglich immer wieder neu anfangen.
von ganz vorne. Aber ja. Aber wir haben alles zu 100% erledigt. Wir haben alle Tiere fotografiert. Wir haben alle Amdisks. Wir haben alle Perlen. Wir haben alle Upgrades für Hovercraft und Beluga. Wir haben alle Outfits, die man kaufen konnte. Also Double Agent 1 bekommen, Page hat 1 bekommen, Jade hat 2 bekommen. Ihr Danger hat ein neues Aussehen bekommen. Die Kamera, der Diskwerfer, Pages Schraubenschlüssel, Zange und Double Agents Hammer. Der Beluga hat 2 Outfits bekommen, genauso wie das Hovercraft, sowohl die Mamago-Ausführung als auch die Gada-Ausführung. Ein bisschen schade ist, dass wir das Schiff jetzt nicht, also das Raumschiff nicht so viel nutzen konnten. Also ja, wir haben es gebraucht, um zur Schwarzen Insel im Vulkan oben zu fliegen. Und wir haben es gebraucht, um zum Mond zu kommen. Aber an sich hatten wir da wenig Content von. Ne? Das Hovercraft haben wir bei weitem mehr benutzt. Für die ganzen Rennen zum Beispiel. Um generell uns erstmal durch die Gegend zu bewegen. Die Räuberhöhlen haben wir damit gemacht. Im Schlachthaus durch die ganzen Gänge sind wir mit dem Hovercraft gedüst. Also der Beluga war cool, ist cool. Aber leider für meine Augen zu wenig benutzt. Das hätten sie vielleicht ein bisschen mehr machen können. Vielleicht auch so ein Gebiet vor dem Mond, was man nur mit dem Schiff erreichen kann. Also der Mond war ja quasi das letzte Ort, wo wir uns hätten aufhalten können. Danach war ja dann kein Rückgang mehr möglich. Aber vielleicht so eine vierte Instanz, die so zwischen Schlachthaus und Mond spielt, wo man auch so einen Bericht machen kann. Das wäre cool gewesen, gebe ich zu. Aber ansonsten ist das Spiel vollgestreckt mit vielen verschiedenen Beschäftigungsmöglichkeiten. Wir hatten 4 Hovercraft-Rennen. Wir hatten die Plündererhöhlen. Wir hatten die ganzen Alpha-Abteilung-Quartiere. Die beiden in der Stadt. Es war sogar 3 in der Stadt. Sogar 4, glaube ich. 3 oder 4 verschiedene Abteilungen in der Stadt an sich. Das Unterquartier außerhalb der Stadt mit den Koraks noch. Ja, die Schatzinsel oder die Schwarze Insel mit dem Schatz im Vulkan. Wir hatten das Scheibenspiel, also gegen Rufus, nee, nicht gegen Francis, Entschuldigung, gegen Francis in der Akuda Bar, wo man diese Pucks halt rüberschießen musste. Wir hatten das Hütchenspiel mit Peepers oder das Kugelspiel von Isam auf der M-Disc mit den beiden Kugeln links und rechts, die man mit den Sticks bewegen muss. Also spieltechnisch hast du hier viel gehabt. Oder eine Fotosafari, dass du die ganzen Tiere fotografieren musstest für Geld. Das Spiel trotzt wirklich sehr viel vor Inhalt. Nur von der Spiellänge her ist es leider nicht groß. Das muss man leider Gottes gestehen. Und ich würde mir sehr wünschen, dass Beyond Good and Evil 2 von mir aus gern doppelt so lang sein kann. Es muss ja nicht so ein Open World gigantisches Game sein wie ein Assassin's Creed Valhalla oder Origins und so ein Zeug. Aber so ein bisschen mehr Content. Das finde ich schon ziemlich geil. Das finde ich schon ziemlich nice. Und ganz wichtig, mit Infos zu Jades Vergangenheit. Ich will wissen, wie es um die Vergangenheit von ihr bestellt war. Das wäre für mich schon sehr, sehr schön. So, ich weiß jetzt nicht, wie lange die Credits hier noch gehen. Und ich werde es auch nicht hier irgendwie abbrechen. Aber wie gesagt, werden wir uns gleich nochmal in die schöne Galerie hinbegeben, wo wir gucken werden, was da alles in der Galerie neu ist. In der Ankündigung zu dem Jubiläum habe ich auf
einem Bild Rayman gesehen. Ich will gerne wissen, inwiefern Rayman es doch das Spiel geschafft hat. Abgesehen von seinem Easter Egg mit der Moskitomücke in der Fabrik. Aber kann man es jetzt mal überspringen? Ach, wir können vorspulen. Ja gut, dann spulen wir mal ganz was vor. Weil ich will jetzt nicht wissen, wie lange hier noch die Namen kommen. First Party Platforms. Tech Partnerships, okay. Consumer Products. Mhm. Brand Transmedia Partnership. Alles klar. Ja, wir spulen das mal ganz kurz ein bisschen vor. Ubisoft News. Hm, nice. Events. Web. Mhm. Spannend, spannend. Ja, wir spulen dieses vor, einfach damit wir noch ein bisschen mehr mit dem ganzen Bonus-Konto machen können und dass die Folge nicht übelst lange braucht. Customer Relationship Center, okay. Kann schon drückspulen? Nö. Wäre auch mal witzig, so eine Credit zurückspulen lassen. Hm. Na gut, auf jeden Fall sind wir jetzt hoffentlich gleich durch. Nach den unglaublich vielen Namen. Wobei ich sagen muss, schön, dass so viele Leute an so einem Spiel teilhaben, ne? Und da mitmachen. Aber leider, wie gesagt, ich mag das Spiel abgöttisch. Beyond Good and Evil ist so ein schönes, geiles Game. Aber halt sehr kurz. Wie gesagt, ich war jetzt nach 7 Stunden gut durch. Wie gesagt, dann machen wir die Credits noch raus aus der Folge und die Schatzsuche. Dann müsste nach echt 6,5, 7 Stunden, wenn du schon vernünftig schnell spielst wie ich, durch. Wenn du dir Zeit lässt, nichts kennst und überall gucken möchtest, klar brauchst du länger. Ich habe auch beim ersten Mal, glaube ich, auch die 12, 13 Stunden gebraucht. Und als du dann musstest, hast du alles quasi schneller gefunden. Aber es ist ein sehr kurzes Spiel. Wobei ich sagen muss, für 20 Euro aktuell noch bei Steam oder bei Ubisoft generell zu halten. Vom Preis her für 20 Euro definitiv kein verkehrter Preis. Oder wer Lust hat, kann sich auch die Originalversion noch, glaube ich, bei Uplay kaufen für 4,99. Also das Original von vor 20 Jahren auf Steam und auf Uplay, aber ich habe die beiden Versionen und ich werde die wahrscheinlich nicht mehr nutzen. Ich werde sehr wahrscheinlich bloß noch die Steam-Version spielen. So, die Credits sind durch. Da haben wir wieder das gute Logo. Wir gehen auf Spielen. Ja, neues Spiel laden. Online-Spielstand. Wie gesagt, Speedrun machen wir als Longplay, wenn denn gewünscht. Aber wir gehen jetzt in die Jahrestagsgalerie. Mitwirkend sind die Credits gerade. Wir fangen in der Jahrestagsgalerie an. Die Konzeptphase. Before Good and Evil. Unsere Geschichte beginnt im Frühling 1999. Zwei Teams von Ubisoft Montpellier und Ubisoft Paris verpassen gerade Rayman 2, das im Oktober veröffentlicht werden soll, den letzten Schliff. Während das Team in Paris bald mit der Arbeit an Rayman 3 beginnen soll, will das Team von Ubisoft Montpellier an einem neuen Universum arbeiten. Ah, Rayman 3, auch so ein geiles Game, ne? Das Team beginnt mit den Recherchen für sein nächstes Projekt. Zunächst betrachtet es die Möglichkeit, die Geschichte des jungen Zauberers Merlin und seiner tierischen Gefährtin Venus zu erzählen. Kurz darauf werden Ideen konkretisiert und Konzepte für städtischere Umgebungen entworfen. Eine dieser Ideen erzählt die Geschichte eines Mädchens, das im Krankenhaus liegt und der Realität durch ihre Träume entkommt. Okay. In einer späteren Version kümmert sich das Mädchen um Waisenkinder in den Elendsvierteln der Stadt und sucht nach Wegen, um ihnen beim Überleben zu helfen. Frühling 1999. Schon in dieser Phase stellt sich das Team große, weitflächige und gefährliche Landschaften und komplexe Städte vor. In den umliegenden Wüsten sollen alle möglichen Lagerplätze zu finden sein, die erkundet werden können. Okay. Die Heldin sollte mit verschiedenen Händlern handeln können und würde einem religiösen Kult infiltrieren. Okay. Im weiteren Verlauf der Recherchen nahmen die Umgebungen einen moderneren Cyberpunk-Touch an und es erschienen erstmals Raumschiffe. Viele Klamotten.
In einer kleinen Wohnung in der Altstadt von Monterey arbeitet das Team unermüdlich. In den Sommer herrschte eine so starke Hitze, dass tatsächlich mehrere Grafikkarten durchbrannten. Okay, Sommer 1999. Große Ambitionen. Wobei ich überlege, ob wir das vielleicht nicht in einem separaten Part machen. Ach wohl, nee, wisst ihr was? Der Part wird XXL, ist mir egal. Sommer 1999. Schon bald beginnt das Team, zu den Sternen zu blicken. Was wäre, wenn es ein Abenteuerspiel entwickeln könnte, das nicht nur mit ein paar abzuschließenden Leveln aufwartet, sondern die Spieler ganze Planeten erkunden lässt? Die Ambitionen sind von Anfang an enorm. Insbesondere zu diesem Zeitpunkt. Die Idee lautet, Spielern ein Gefühl von Freiheit zu vermitteln, auf dem Boden, im Weltraum und sogar unter Wasser. Es wurden lebendige und funktionierende Städte mit ihren eigenen Einwohnern, Läden und Verkehrsachsen existieren. Es werden erste Prototypen für eine realistische Verkehrssimulation entwickelt. Wie man es vom Montreal-Team kennt, ist ein klarer, mediterraner Einfluss bei der Architektur und der allgemeinen Stimmung zu erkennen. Militärschutzpunkte werden Möglichkeiten für Kämpfe und Infiltration bieten, wobei das Team sich jetzt schon überlegt, wie man das Gameplay noch interessanter gestalten könnte, ohne die ganze Zeit nur kämpfen zu müssen. Eine neue Engine. Parallel zum Entwurf des Universums entwickeln die Programmierer eine Technologie, die ihnen die Schaffung dieser großen offenen Welt ermöglichen sollte. Die Jade Engine. Oh, das ist Hangar. Herbst 1999. Die Jade Engine war vollständig integriert, sodass die Entwickler Assets direkt in der Engine erstellen konnten und Änderungen in Echtzeit aktualisiert wurden. Für die damalige Zeit ein riesiger Fortschritt. Die Jade Engine konnte einfach alles. Sie erhielt sogar ein Snake-Minispiel für ruhigere Stunden. Und mit einem geheimen Button wurde ein Programmierer beauftragt, einem eine Tasse Kaffee zu bringen. Okay, geil. Nach Beyond Good and Evil wurde die Jade Engine weiterentwickelt und für eine ganze Reihe von großen Ubisoft-Franchises eingesetzt. Bestimmte Teile davon sind sogar noch in den heutigen Engines zu finden. Oh, das heißt 2003 und darüber hinaus. Es kann also sein, dass die Jade Engine auch ein Teil bei Assassin's Creed drin war. Möglich. Herbst 1999. Was die Story betrifft, beginnt das Team mit der Schaffung der Kammerjägerbande, einer bunt gemischten Familie, die sich darauf spezialisiert, Schädlinge von befallenen Orten zu entfernen. In diesem animierten Storyboard sehen wir bereits die wichtigsten Elemente. Ein Raumschiff gelangt in die Umlaufbahn und fliegt über riesige Ozeane und eindrucksvolle Landschaften. Ja, da weiß das schon nicht schlecht aus, ne? Damals hieß die Heldin Sally und wurde von ihrem Bruder Nino begleitet, sowie ihren Adoptivonkel Paige, einem Schweinehybriden. Ach, das wurde schon übernommen. Und Nino ist der Bruder? Okay. Interessant. Dann haben sie Nino quasi als Agent eingefügt damals. Hier sind ein frühes Konzept von Nino und einen sehr seltsam aussehenden Paige. Ja, Paige sieht wirklich seltsam aus. Erste Storyboards. Das Team muss eine Demo mit ein paar Leveln vorlegen, um seine Absichten fortzuführen. Dieses Storyboard zeigt eine Gameplay-Sequenz, in der Sally ein Lagerhaus betritt. Ja, mit Ratten. Ein Lagerhaus, das später zur Basis für die Lutepillenfabrik wird. Oh, cool. Sally muss gefährliche Umgebungen überqueren, um die Quelle des Befalls zu finden. Sie kommt zu einer Leiter, die von einer säureartigen Substanz bedeckt ist und entdeckt seltsame Spuren auf dem Boden. Dank ihrer beeindruckenden Headsets ist Sally die ganze Zeit über mit dem Rest der Bande, Paige und Nino in Kontakt. Sally, was war das denn für ein Geräusch? Sally? Mein Fehler, Leute. Die Säure hat die Metallteile zerfressen. Seid vorsichtig. Hier wechselt die Sequenz zum Gameplay und wir lernen die Steuerung, indem wir die Leiter hochklettern, den Spuren folgen und über einen kleinen Spalt springen.
Der zweite Sprung erfordert etwas Anlauf, bevor wir an einer Kette nach unten rutschen und weitere garnelenartige Spuren entdecken. Während sich die Kamera herumbewegt, stoßen wir zum ersten Mal auf ein paar Ratten. Sie bleiben allen Versionen des Spiels bis zum finalen Release erhalten. Ein kurzer Plattforming-Abschnitt, in dem Sally von Kiste zu Kiste springen muss. Mhm. Sally hebt etwas von der Substanz am Boden auf. Die hier sind frisch, höchstens 10 Minuten. Okay. Sally entdeckt eine von Ratten überschwärmten Kadaver. Ein ekelhafter Anblick. Noch mehr Ratten schwärmen zum Kadaver. Eine kriecht aus dem Mund, eine weitere aus dem Nasenloch. Sally versucht, unbemerkt nach unten zu gelangen, wird aber entdeckt und Panik bricht aus. Die Ratten fliehen durch einen Tunnel im hinteren Teil des Raums. Sally bewegt sich durch den Tunnel und zieht ihre Waffe. Das Geräusch wird lauter. Die Ratten fliehen zurück in Sallys Richtung und wir hören, wie die Garnele näher kommt. Als sich die Kreatur nähert, fällt eine Kiste auf eine Ratte. Endlich können wir den Boss richtig sehen. Sein 3D-Modell und seine Animationen werden im finalen Spiel für Axtacus Erectus verwendet. Ein kleines und harmloses Tier, das fotografiert werden kann. Ach, die Ratte ist. Ach, das Ding ist das. Alles klar. Programmierung der Demo. Das Datum für die Präsentation der Demo steht fest. Februar 2000. Hier ist der Eingang zum Lagerhaus mit dem Tutorial springen und eine Kette hinab in den Abgrund. Winter 99-2000. Okay. Und hier ist ein weiterer Raum des Lagerhauses mit den berüchtigten Garnelenspuren aus dem Storyboard, die von dem Berg von Kisten und Ton ausgehen. Eine weitere Sequenz lässt uns an Bord eines unglaublich niedlichen Raumschiffes durch eine gefährliche Schlucht fliegen. Im weiteren Verlauf der Demo erfährt Sally, dass der schädlichste Fall durch einen mysteriösen Kult ausgelöst wurde, der von unheimlichen Priestern beherrscht wird. Das Abenteuer führt sie zu ihrem Versteck, einem dunklen und albtraumhaften Ort. Dort muss sie Kristalle aktivieren, um imposante Türen zu öffnen und weiter vorzudringen. Von den unheimlichen Umgebungen des Kultistenverstecks ist nicht viel übrig. Aber wir haben Musik. Ach, die Musik kommt von diesem Kultding, alles klar. In diesem Level namens Promenade lösen Sally Schritte die Klaviernoten aus, die in der Musik zu hören sind. So entsteht ein unheimlicher Effekt. Okay, cool. Insbesondere, weil man durch einen langen Gang unter eindrucksvollen Bögen geht, der zu einer imposanten Tür führt. Schon ein bisschen creepy, gebe ich zu. Das sieht schon geil aus. Hat ein bisschen was von Soul Reaver. Wer das kennt? Legacy of Kain, Soul Reaver? Hat ein bisschen davon was. Und auch von der Doms-Basis hat so ein bisschen Gefühl. Also ich erkenne schon so kleine Parallelen. Aber ganz cool, muss ich sagen. Mir gefällt das ganz gut. Aber ich glaube, die Bonus-Sachen werden doch ein bisschen länger als gedacht. Aber egal. Ich wollte es mit euch angucken. Und die letzte Folge, wie gesagt, oder die nächste, wenn es denn eine gibt, wird halt die Longplay-Folge. Und die ist ja den E6 7 Stunden lang. Also bei 12. Je nachdem, wie ich durch die Speedrun-Abteilung durchkomme. Anschließend muss Sally ein Labyrinth von Tunneln hinter sich bringen, während diese Musik spielt. Darauf folgt ein Konvertierungsraum in einem riesigen zylinderförmigen Raum. Naja, die Musik kennen wir schon ein bisschen. So ein bisschen die Kuderbar-Musik. Dann sehen wir den bombastischen, ominösen Opferraum, in dem alle, die Widerstand leisten, ihr Ende finden. Wahrscheinlich ein guter Ort für einen Bosskampf. Och, und die geile Musik. Och, die Musik. Die ruhige Musik, die hier abgespielt wird, wird im finalen Spiel wiederverwendet, allerdings in einem völlig anderen Kontext.
Ja. Oh, die Musik ist so schön. Allein der Soundtrack von Beyond Good and Evil ist eigentlich Gold wert. Also es gibt mittlerweile eine Vinylplatte mit zwei Seiten. Oder zwei Vinylplatten jeweils. Oh, falsch drauf. In den restlichen Dateien finden wir die gigantischen Türen und ihre organischen Schalter. Ein hängender Kristall und noch mehr unheilvolle Architektur. Zu guter Letzt endet die Demo an einem exotischen Ort, einem Alien-Planeten, auf dem wir einige der friedlichen Einwohner treffen, die wir gerade vom Kult befreit haben. Aber falls das noch nicht genug war, das Team arbeitet auch an einer Rennstrecke, die von idyllischen Häusern gesäumt wird. Wahrscheinlich könnten wir mit dem offiziellen Insecti-Truck darauf fahren. Und jetzt zum richtigen Spiel. Nach der erfolgreichen Präsentation der Demo bekommt das Team grünes Licht, um sein Konzept zu verfeinern. Es beginnt mit einem fast endgültigen Look der Fabrik. Ja, die kommt dem der Nutzepillenfabrik schon relativ nah. Im Frühling 2000, ne? 24 Jahre her. Die auffällige Silhouette des Gebäudes bleibt im finalen Spiel bestehen. Ja, doch, die sah auch im Spiel so aus, genau. Das weiterentwickelte Aussehen des Inneren der Fabrik. Dazu kommt etwas, das nach dem finalen Aufsichtsraum aussieht. Ja, stimmt. Der Raum links war quasi der Aufzugsraum, so ein bisschen. In Konzepten und Skizzen erscheint nun das Militär und bildet einen realistischen Antagonisten für Sally und die Spieler. Die auch schon ähnlich dem feinalistischen Punkt sind. Gott. Auch Sallys Aktionen werden mittlerweile immer klarer. Natürlich in erster Linie durch Plattforming. Herumschlagen mit Ratten und Soldaten in einer Fabrik. Oder in der Fabrik. Oder das Spiel mit Elektrizität. In den Designdokumenten aus dieser Zeit werden viele verschiedene Elemente angeführt, mit denen Sally interagieren konnte. Wind, Eis, Licht, Schall, Glibber. Doch Elektrizität scheint das Team am meisten zu begeistern und langsam entstehen konkrete Ideen. Sally und der Militärmann, ihr neuer Begleiter, könnten leitende und designende Eigenschaften annehmen, um Rätsel zu lösen. Cool. Diese Video stellt die ersten Tests der Implementierung von Spezialeffekten durch die Elektrizität dar. Die Lichtbögen sind jetzt schon nahezu final. Ja, stimmt, die unten links sind schon im finalen Spiel dabei gewesen. Das war die Konzeptphase. Kommen wir zur Vorproduktionsphase. Die Story entwickelt sich weiter. Ein paar Monate später zieht das Team in ein neues Gebäude, die Villa, ein großes Haus in Südfrankreich. Das Team muss einen Meilenstein abgeben, einen Abschnitt des Spiels, der nahezu final fertiggestellt ist, um das Spielerlebnis zu belegen. Winter 2000-2001. Mit neuen Storyboards und Zusammenfassungen nahezu täglich wird die Story vorangebracht. Das Team hat ein erwachseneres und emotionaleres Erlebnis im Hinterkopf. Das zentrale Thema der Story und des Gameplays ist Kameradschaft. In dieser Phase sind sogar 4 bis 5 verschiedene Gefährten für Sallys Abenteuer geplant. Ja gut, die beiden kennen wir ja schon auf gewisse Art und Weise, ne? Doch vorerst liegt der Schwerpunkt auf dem Fabriklevel, in dem Sally und Paige den Aufzug reparieren müssen, bevor sie voneinander getrennt werden. Und Sally stolpert über einen dunklen Kristall, der einen armen Soldaten quält. Ah, quasi der Folter-Methode. Dank ihres neuen Doms-Handschuhs kann Sally den armen Militärmann befreien, der jetzt schon Double H heißt. Das Irish-Netzwerk hieß damals noch Spoon. Doms-Handschuh. Später muss sie mit ansehen, wie ihr geliebter Onkel Paige von den Militärtruppen abgeführt wird und kann nichts dagegen unternehmen. Oh, das ist aber auch damals schon geplant. Dann gelangt Sally zu Pages Ausrüstung, während er verpackt wird.
Das war auch schon im... Oh, das war ja auch schon damals dabei. Schließlich bemerkt... Hallo, Andy. Schließlich bemerkt Sally ein Nachpriester, der alte Name für Doms, der einen Soldat manipuliert und sie dann mit einem dunklen Kristall bewirft und den Bosskampf beginnt. Ah, quasi der Fabrikboss. Der war damals schon geplant? Cool. Zum Glück eilt Double H zur Rettung. In diesem gesamten Abschnitt sehen wir, wie nah das Fabrikszenario schon in dieser frühen Phase am finalen Produkt war. Ja, das wundert mich gerade. Finde ich cool. Und das Spieldesign ebenso. So. Der Boss am Ende der Fabrik bekommt den Namen Kistenmann und hat ebenfalls fast sein finales Design. Nummer 2000. Viele weitere Design-Dokumente aus dieser Zeit zeigen uns, dass auch weitere Elemente bereits fast final sind. Die Ratten, die Elektropoden, die Lipsticks oder der Zyklopenroboter. Andere Dokumente zeigen Gegner, die entweder deutlich weiterentwickelt werden oder komplett verschwinden. Zum Beispiel die Blutegel, die Verschlinger, später in der Makropedia, Ufnibora oder die kriechenden Kakerlaken. Ebenso werden interaktive Gameplay-Elemente wie die hohen Säulen, der Elektromagnet oder die Blitzstrahlen diese Recherche- und Entwicklungsphase nicht überleben. Ja gut, die hohen Säulen nicht mehr, aber das Blitzding sieht auch ungefähr aus wie der Spiegel. Hier erscheint auch erstmals die ikonhafte Kamera. Das Team hatte die ganze Zeit die Idee, einen weniger gewaltsamen Gameplay- und Missionsloop zu entwickeln und nicht immer nur kämpfen zu lassen. Damals bestand die Idee, Geld zu verdienen, indem man belastende Fotos an Magazine verkauft. Durch Einnahmen der richtigen Elemente konnte man Kombos erreichen und die richtigen Einnahmen erzielen. Riesige Einnahmen erzielen. Okay. Man konnte sogar Fotos von seltsamen Kreaturen an den Sammler mit dem seltsamen Namen Yatuso vom Vitus, französisch für Saugglocke, verkaufen. Die Fabrik im Fokus. Ein paar Monate später, das Team macht große Fortschritte bei der jetzigen Nutripillenfabrik. Juli 2001. Ja, die sah schon definitiv sehr, kommt schon sehr nah an vielen Stellen. Wow. Wir gelangen mit einem Prototypen des Hovercrafts zur Fabrik und werden auf der sehr frühen Benutzeroberfläche von einer Nachricht Robert de Spoon begrüßt. Wörtlich Robert von Spoon. Aha. Und da ist es schon Jade, oder was? Überall sind Ratten, insbesondere auf Haufen von Nutrils, dem Vorgänger der Kebabs. Jade kann Kisten mit Materie finden, damals eine magische Energie, mit der sie im Kampf Zauber wirken kann. Ah, okay. Das ist quasi die Fabrik links gewesen, wie es damals schon aussah. Cool. Um den Aufzug zu reparieren, müssen Jade und Paige eine Sicherung im Generatorraum finden. Erst müssen sie allerdings einen XB-24-Roboter besiegen. Na gut, dieses kleine Ding war ja dann relativ schnell erledigt, ne? Aber damals sah es echt schon ziemlich nah aus. Das Rätsel mit der riesigen Sicherung ist schon da. Und natürlich auch Ratten. Viele Ratten. Und der Kuhkadaver, ein Überbleibsel aus der ersten Version des Lagerhauses. Stimmt, der Kuhkadaver ist also quasi daher gekommen. Okay. Und da sieht man sogar echt, wo die ganzen Wege sind, ne? Echt so, wie es auch bei uns aussah, im Spiel am Ende. Cool. Jade und Paige werden beim Lastenaufzug voneinander getrennt und Jade muss einen Zyklopen abwehren, bevor sie über einen dunklen Kristall und einen Soldaten stolpert, der in ziemlich übler Verfassung ist. Das ist quasi Double H zur damaligen Zeit. Dank ihres neuen Militärhandschuhs kann Jade den Kristall aufbrechen und Double H befreien, der aber noch kein Gesicht hat. Er behält vorerst seinen Helm auf. Ah, okay. Dann wird es Zeit für die Entführung des armen Onkel Pages. Ja, Page wurde entführt. Das war damals so sad. Da muss Jade die Fabrik durchqueren und dabei den Wachen der Alpha-Abteilung aus dem Weg gehen, die damals unbesiegbar waren. Die konnte man damals nicht besiegen? Ach du Scheiße. Okay. Zu guter Letzt sehen wir einen sehr frühen Militärmann, der von einem Nahpriester hypnotisiert wird, und stellen uns dann dem großen Boss.
Ja gut, der Fabrikboss war ja quasi schon damals. Ein paar Monate später. Achso, wir sind durch. Ja, okay. Das Schlachthaus im Fokus. Anfang 2001 entstehen erste Konzepte für ein neues großes Gebiet. Die Kanalisation und das Schlachthaus. Schon die allerersten Zeichnungen sprechen von einem feindseligen Ort oder riesiger Sägeblätter, Tierkadaver und dunkelroter Wände. In den ersten Iterationen wurden der Spieler und sein Hovercraft von riesigen Würmern durch das Labyrinth voller Fallen gejagt und man musste über Knochen klettern. Doch es war schon geplant, dass man von der Rennstrecke fliehen musste, um dorthin zu gelangen. Der Wettbewerb war damals deutlich weniger farbenfroh. Ja, stimmt, das sah damals nicht ganz so hübsch aus. Aber es war schon damals geplant, was cool ist. Die Kanalisation erforderte einige Sprünge, um von Raum zu Raum zu gelangen, was in späteren Versionen entfernt wurde. Und das Rätsel mit dem Riesenportal sorgte auch damals schon für einige ratlose Blicke. Achso, mit dem Riesentor. Ja, okay. Aber jetzt kommen wir endlich zum Wesentlichen. Es wird nicht einfach, die vielen XP24 zu schrippen abzuwehren. Aber die Arbeit lohnt sich und die Schrecken des Menschenhandels einzufangen, die sich abspielen. Und dann dem Polizeiroboter zu entkommen, der uns danach jagt. Sogar durch die Kanalisation. Okay, das gab es aber im Finalspiel nicht. Die Welt nimmt Gestalt an. Doch das Team macht auch weitere Fortschritte. Das Abenteuer beginnt jetzt in Pages Werkstatt, die als Basis bezeichnet wird. Und der Hangar nimmt langsam Gestalt an. Ja, der sieht schon ungefähr aus wie der jetzige Hangar. Von dort aus gelangen wir zum Hovercraft und können Hindis besuchen, um eine sehr frühe Version der Schwarzen Insel zu sehen. Dort kämpfen wir gegen eine frühe Version des Petrolimax. Dieses Level wurde erst spät im Prozess hinzugefügt, um mehr Zeit mit Paige zu verbringen und eine verstärkte Verbindung zu ihm aufzubauen. Ah. Ergibt Sinn. Aber natürlich hat das Team auch nicht sein Ziel vergessen, Spielern ein Gefühl von Entdeckung und Erforschung zu geben. Frühere Prototypen des Belugas ermöglichen es nun, über Hillis zu fliegen. Okay. Aber auch in den Weltraum. Dort treffen wir auf eine bekannte, aber dennoch unheimliche Art von Kreatur. Ja, in der Größe ist sie wirklich gruselig. Das Liebesboot? Mit dem Umzug von einer kleinen Wohnung in eine nahegelegene Villa im Vorjahr konnte das Unterwegsstudio von Ubisoft knapp einer Katastrophe entgehen. Im Oktober 2001 ergießen sich sintflutartige Regenfälle über Montreux und setzen das Erdgeschoss des Studios komplett unter Wasser. Zum Glück konnte sämtliches Equipment nach oben geschafft werden, sodass keine bleibenden Schäden zurückblieben. Hey, wie das da aussah. Eieieiei. Was da jetzt aussah, ne? Ein Meilenstein. Im Dezember 2001 erreichte das Team endlich die Meilensteinphase und nimmt Gameplay-Sequenzen zur internen Vorführung auf. Dieses Material ohne Sound enthält einen Durchlauf des Meilensteins ausgehend von der Basis Pelz Werkstatt. Natürlich auch französisch. Hier sehen wir eine Zwischensequenz, in der Paige Jades Kamera in eine frühe Version ihres SAK legt. Später wird diese Szene herausgeschnitten, da der Einstieg ins Spiel überarbeitet wird. Interessant ist, dass einige Elemente, zum Beispiel die Zwischensequenz, sich bis zur endgültigen Auslieferung des Spiels kaum noch verändert werden. Das stimmt. Seit Juli hat auch das Hovercraft einen brandneuen Look bekommen.
Der zweite Teil des Meilensteins findet auf der Schwarzen Insel statt, auf dem wir auf ein Rudel Palinurus treffen. Die perfekte Gelegenheit, um den Nahkampf vorzuführen. In dieser Entwicklungsphase ist noch kein Deju in Sicht. Der Deju ist viel cooler. Definitiv. Der Palinurus atmet ein gefährliches Gift aus, das für das irgendwann Oxypillen geplant waren. Okay. Sieht doch schon cool aus, ne? Was die Grafik betrifft, hat das Team bei den Gebieten der Schwarzen Insel große Fortschritte erzielt. Insbesondere, da dieser Ort ziemlich spät in der Produktion hinzugefügt wurde. Man erkennt echt schon so den Großteil, ne? Page Superaktion ist bereits vorhanden. Die Jetboots produzieren zwar noch keinen Rauch, funktionieren aber schon. Okay. Der mächtige Petrolimax war damals schon ziemlich vorstandlösend. Bloß nicht anfassen, während er. Ja. Und Page muss geholfen werden, wenn er einen Sturmschlag von der Qualle bekommt. Und, also. Ja gut, das Ding mit Nahkampfangriffen tötet ist auch so eine Kunst, wa? Wir kommen jetzt zur Fabrik, in der dieser verflixte Aufzug endlich mal repariert zu sein scheint. Oder auch nicht. Naja, die Fabrik war schon damals, wie es aussah, ne? Und da wird Page verprügelt. Und nicht schon wieder. Pagey, no. Und wieder wurde Page verprügelt. Armes, armes Schweinchen. Die Entführung von Onkel Page war von Beginn an schon herzzerreißend. Ja, damals wie heute. Da geht's normal lang. Okay. Na gut, hätte man auch machen können. Und die Animation war schon die gleichen damals. Ach, da fährt er schon mal lang. Unser Pagey. Ach Gott. Erster interner Trailer. So, wir werden es jetzt folgendermaßen machen. Ich werde diesen Trailer noch gucken in dieser Folge. Und den ganzen Rest des Bono-Contents mache ich doch nochmal in einer separaten Folge. Weil die Folge ist jetzt schon stundenlang. Und ich glaube, es wird den Rahmen doch ein bisschen sprengen. Also gibt es noch eine Sonderfolge. Wir machen es einfach mal so. Dank des für den Meilenstein aufzeichneten Gameplays kann das Team einen kurzen internen Trailer zusammenstellen. Ursprünglich war ein Klassiker der elektronischen Musik von 1990 angedacht, aber leider konnten wir die Originalmusik hier aus Lizenzgründen nicht verwenden. Der Klassiker? Welcher war denn? Plan. Trotzdem können wir den erzielten Fortschritt bei den Levels und den Gameplay-Mechaniken bewundern. Zusätzlich zum früheren Material sehen wir hier die frühere Prototypen der offenen Welt. Kampfes gegen die fliegende Schlange und sogar Kämpfe mit Hobbits.
Jedenfalls ist das Spiel fast so weit, öffentlich angekündigt zu werden. Öffentlich angekündigt zu werden. Ja gut. Wir haben noch 6 weitere Varianten. Die gucken wir uns in der nächsten Folge an. Wir machen noch eine Folge mit Bonusinhalten. Und dann ist das hoffentlich bald vorbei. Also nicht hoffentlich, aber es ist, denke ich, bald vorbei. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, fürs Dabeisein. Und wir hören und sehen uns in der letzten Bonusfolge oder nächsten Bonusfolge. Und ja, bis dann und ciao.